Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Hallo, lieber Zero. Hallo. Ich habe gerade wieder $5 ausgegeben für den Scheiß. Okay. Das kann er gut anscheinend. Ich habe gerade die Erinnerung bekommen, ich habe noch einen Skillpunkt zu vergeben und auch noch 2 Token für den Badass-Rang. So, hab was haben wir denn? Das ist immer so schwer, man hat so eine geringe Auswahl, ne? Feuerrate. Das Beste, was ich hier jetzt gerade sehe, ist die Feuerrate. Dann. So, und dann habe ich auch noch für meine Fertigkeiten einen Punkt. Und da nehmen wir. Nimm ich Schildkapazität, was soll's. So. Ich habe nochmal Crit genommen. So, wir sind ja hier, wir können ja hier jetzt rein, wo wir das Vieh gerade rausgeholt haben, sozusagen. Huch! Ich nehme mal das Ding hier, keine Ahnung. Komm, die Bombe geht ja schon wieder her. Badass! Ja, waren 2 sogar. Eine habe ich schon. Schön, dass ich 10 Jahre brauche zum Nachladen. Oh, eine Truhe! Ursache okay. Des Explosivschaden. Müll. Eigentlich alles Müll. So, dann kann ich ja jetzt wenigstens mal ein bisschen was verkaufen. Ich gehe direkt zum Waffenladen. Waffen, ich hab sie, du brauchst sie. Das ist nicht so Skin-Anpassung, was? Schaltet diesen Skin für das Schnellwechselsystem frei. Wenn du bei mir einkaufen kannst. Okay. Ja, da kannst du, diesen Vladlov Revolution kannst du dir als Skin kaufen, sozusagen. Also entweder man zahlt 99 Cent oder man findet ihn selber? Nee, das sind glaube ich andere. Die 99 Cent sind die Dingens ja. Die man sich halt richtig kaufen kann und die sind halt im Spiel integriert, die man noch freischalten kann. Im Prinzip. Nichts Tolles da. Feuer so schnell wie du abdrücken kannst, ist auch cool. Geschafft! Danke für die Kohle. Großhandel. Sichern und laden. War mir wieder ein Vergnügen. So, habe ich mir halt den Skin gekauft. Bäh. So. Ich hab's jetzt einfach mal gemacht und mir Munition gekauft, weil ich gerade so extreme Munitionsprobleme hatte. Ja, musst einfach Waffe wechseln. Du hast 50.000 Waffen. Kannst auch mal einen anderen Typ verwenden. So, damit würde ich sagen, gehen wir schon fast wieder zurück zu Mr. Sir Hemlock. Mr. Sir? Ja, Mr. Sir Hemlock. So sollten wir uns vielleicht sogar ein bisschen beeilen, weil die Viecher, die spawnen echt extrem schnell wieder. Das stimmt. Oh, ich dachte, hier kann man schnell reisen. Müssten wir ja am Anfang können, ne? Ja. Ich meine, hier gibt's auch bestimmt mehrere Schnellreisepunkte. Das ist auch keiner. Ich nicht. Ach, da oben müssen wir, ne? Ja. Bist du schon wieder am Viecherschnetzel? Nö, nur so ein Müllhaufen. Achso. Gib mir Bonusschaden. Hier ist noch ein Laden. Okay, ich sehe, wie dieser Charakter funktioniert. Okay. Jedes Mal, wenn ich nachlade, verliere ich meinen Schaden. So, dann gibt's aber einen Skill.
Der gibt mir erhöhte Nachladegeschwindigkeit, aber verringert mein Magazin. Also ist symbiosiert so ein bisschen zusammen. Okay. Was zwar dein kleineres Magazin habe, aber oh Gott! Ich kann dafür aber schnell nachladen. Das bedeutet, dass ich meinen Schaden nicht verliere. Was dann natürlich perfekt zu der Taktik passt, die Waffen wegzuwerfen, weißt du? Ja. Das heißt, ich schieße einmal und wirf eine Waffe später, weil ich dann nur eine Munition habe. So, hier leben die doch bestimmt auch wieder alle. Ja, also ich verstehe die. Und dieser Drang nachzuladen, ich hab ihn immer noch. Das ist einfach, ich bin Halo-Spieler, weißt du? Und das Nachladen, das habe ich im Fleisch und Blut. Ich muss quasi meiner Natur widerstehen. Das könnte in die Hose gehen. Also, hä? Ich treffe den Typen nicht. Schrei doch nicht so rum, steh dich doch nicht so an wie so ein kleines Mädchen. Mir ist gerade alles um die Ohren geflogen. Ja, sondern stell dich nicht so an wie so ein kleines Mädchen. Hahaha. Naja, ist doch egal. Ich lauf mal weiter. Ja, Mann, dass ich genieße hier den Tag. Ich weiß nicht, ob mal 13 bedeutet, dass ich mal 13 mehr Schaden mache, aber ich glaube eher nicht. Mal gucken. Was steht da? Das Töten eines Gegners oder vollständiges Entleeren deines Magazines während dem Kampf gewährt dir einen Anarchiepack. So. Besiege den Bullimog reitenden Zwerg, das haben wir ja gemacht. Auf die Größe kommt es nicht an, nur auf den nur in bestimmten Fällen, also immer. Zack. Beispielhaft. Oh, eine Assassinenkopfanpassung. Blast Shield, okay. Achso, noch eine Mission? Nein. Moment. Ist doch grün. Schalter für grün. Ja, ist auch egal. Es? Alles gut. Nein! 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 Was denn? Ich hab nachgeladen. Ah. So, mal ganz kurz Anpassungen angucken. Möchte ich nicht abschießen, um Punkte zu kriegen? Nein. Schade. So, Kammerveteran. Das ist neu. Oh, ein goldener Kopf. Cool. Und Blast Shield. Der Blast Shield sieht ja mal voll kacke aus. Alles schon gesehen. Das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Hört sich zwar blöd an, aber ist so. Naja. Sonst nichts Neues, oder? Oh! Süßholzpeitsche. Da finde ich Bye Bye Baby eigentlich schon ein bisschen besser. So. Okay. Ich bin soweit. Weiter geht's. Jetzt haben wir ja nur noch die Hauptquest, ne? Genau. Wenn ich das sehe. So, Token einlösen kann ich mal wieder. Schusswaffen, Schildladegeschwindigkeit, Schild, 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 Schusswaffen, Treffsicherheit, Schusswaffen, Schaden. Nehmen wir doch nochmal. Ach, schade. Keine Gegner hier. Ich wollte meine 13 Punkte wieder haben. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Ich habe da so ein Ausrufezeichen gesehen und gesehen, dass ich eine Munition habe und dann ist es von alleine passiert. Mein Kopf hat einfach darauf reagiert, nachzuladen. Das ist echt schlimm. Muss ich im Laufe des Let's Plays irgendwie abstellen. Sonst werde ich hier keinen Spaß haben. Das ist eigentlich jetzt. So. Na, so.
Wir müssen uns leider nochmal durchprügeln. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich kann am Anfang bis zu 150 Stacks sammeln. Bin gespannt, wie viel Schaden ich da mache. Diese Fliegepieker. So, gebt mir Punkte. Weißt du, das Gemeine ist auch noch? Direkt in meinem Bild steht die ganze Zeit Nachladen. Und ich darf es einfach nicht. Was war das denn für eine Slow Motion, bitte? Das habe ich aber auch gesehen. Ganz komisch. Matrix-Style. Dachte wahrscheinlich, das ist cool. Guck mal, wie langsam die runterspringen. Echt? Loot, 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 Loot. So. Ich habe einfach jetzt zweimal geschossen und dann lädt er nach, wenn ich es. Nein, 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 nein. Ich bin runtergefallen. Armes Würstchen. Oh, wollen wir die Bosse nochmal töten? Können wir echt nochmal? Ja? Dann machen wir das. Mord ist dein Hobby! Wo ist der Kleine? Ach, hast du den schon? Weiß ich nicht, nee, der läuft da doch. Da links ist er. Oben drauf. Wird von meinem Typen imitiert gerade. Killt aber jeden Moment um. Geil! Und sowas kriegt im Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Ach, da ist er schon. So, 16 erfolgreiche Stacks. Gibt 10. Oh. Leg dich nie mit dem Mädchen und ihrem Death Trap an. Oh. Okay, weiter geht's. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Vielleicht habe ich versucht, vor dem Schockfrost auf Captain Flints Schiff eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay. Ich werde ganz einfach gleich in der Folgenpause den Nachladeknopf einfach aus meinem Spiel entfernen. Ganz einfach. Nie wieder Probleme mit Nachladen. Ich muss nicht mehr nachladen. Diesen Charakter legt man nicht nach. So, wie wollen wir es jetzt machen? Alle 5 Folgen kämpfen oder alle 10 Folgen? Wie hättest du es gerne? Alle 5 ist schon okay. Ja? Dann müssen wir am Ende der Folge mal ein Duell machen. Jo, können wir machen. Alter, ich treffe die schnellen Viecher nicht, meine Schüsse sind zu langsam. Das ist natürlich schlecht. Laptrap hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Oh, neues Level. Moment, das kill ich doch mal gleich. Noch mehr, jetzt. Ja, 20 Stacks, oh, ich mach schon richtig Schaden. Das gefällt mir mit dem Stacks-Double. Also du, ich dachte, du wärst so ein kleiner Furz. Der die ganze Zeit mit der Shotgun noch hier rumläuft. Betzayuk. Okay, weiter geht's. Moment.
Vor allem, die Nachladetaste ist auch noch die Einsammeltaste. Wie soll ich denn das machen? Früher oder später muss ich nachladen, auch wenn es nur aus Versehen ist. Ich muss gucken, ob ich das gleich umstellen kann. Bin ich echt am Arsch. Wäre auf jeden Fall vorteilhaft, ja. Bumm. Und bumm. Und bumm. Nochmal kämpfen, Flint. Frage, hat jemand meinen Schlafkasten gesehen? Der kleine Dreckskleid ist vor ein paar Monaten entwischt. Ich finde das schön von hier hinten, so mit der Sniper. Ich bin natürlich wieder mitten im Nahkampf. Wie immer. Und das Spiel kann ich anders spielen. Ich schreit denn da herum? Einfach kein Vergleich. Du bist es. 29 Stacks. Okay, ich öffne eine Kiste, es ist gefährlich. 2:35 Uhr! Machen! Morgen! Jess, bis 2:35 Uhr! Ich find's toll. Ach, schön. Oh, eine Lootkiste. Ja. Es hat extra Explosivschaden. Feuerstoß während des Zooms? Was ist denn das? So, komme. Ich bin hier die ganze Zeit am Waffen rumprobieren. Ich weiß noch nicht, worauf ich hier festlegen möchte. Ja, bei mir ist es klar. Sniper. Ach, Mensch. Ich brauche ein bisschen Muni, Oh, zum Glück hatte ich volle Munition. Sonst hätte ich jetzt nachgeladen. Huch! Was bist du denn für ein Feiner? Ich glaube, das ist dieselbe Waffe, die ich vorher hatte. Okay, was nehme ich denn? Ich habe bestimmt wieder Badass-Punkte, ne? Ja, Schusswaffenschaden. Das gefällt dem Zero. Habe ich nicht sogar noch... Nee, ich glaube nicht, ne? Oder? Nee. So, weiter geht's. Auf. Ich will auf jeden Fall die 150 Stacks erreichen, die ich bekommen kann. Und dann gucken, wie viel Schaden ich darum mit raushaue. Und dann einmal nachladen. Hier ist ein Shop. Tot? Ah, das kriege ich wieder hin. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. So. Gott, wo kommt ihr? Oh, Blutkiste. Nein! Oh, Blutkiste geschossen. Toll, danke. Ja, jetzt kannst du mich wiederbeleben. Was? Was hast du für eine komische Maske auf? Du siehst aus wie so ein Alien, ey. Mhm. Kammerjägermaske. Achso, war nichts Tolles drin, sagst du. Nö. Vorschlag. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Ach, nur Kiste. Ich hab einen Lauf, Alter. Cool. Feuert so schnell wie ich schieße, wie ich klicken kann, ja? Was zum? Hey! Wo bin ich? Lässig! Zeit für Roboter-Action! Nicht so nach oben hoch! Du bist eine geile Maschine! Ah! Oh, die Waffe ist cool! Schießt so schnell, wie ich klicken kann, ey!
Nur leider Munitionsverbrauch sehr hoch. Logischerweise. Ja gut, klar. Lalalala. Irgendwer? Der Claptrap, ey. Was für ein Käsekuchen? Lass das, Flint! Mein neuer Untertan ist ein knallharter Hund! So. Ich erhoffe mir immer noch Sniper-Munition. Die ich aber leider irgendwie, ja, nicht wirklich finde. Ja. Sniper sollte auch, glaube ich, nie eine Primärwaffe werden. Muss es. Nein! Lass mich ran, du hast nachgeladen? Ja, ich wollte eine Kiste. Scheiß Pisser. So, hier ist aber noch ein Gegner nach da oben. Wo denn? Auf der Karte bist du gut. Ach, da oben. Ich glaube, ich sehe die Lootkiste. So, sobald ich nachgeladen habe, kann ich in Sicherheit alles öffnen, was ich möchte. Aber du verlierst dann deine Stacks, ne? Nein. Wenn er automatisch nachladen muss, das heißt, sobald die Munition leer ist, verliere ich meine Stacks nicht. Und ich zwischendurch auflade. Okay. Das ist very interessant. Oh Gott. Very interessant. Komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Steckst du fest, gut. Für immer? Nee, zum Glück nicht. Oh Gott, das ist alles hier so krumm und schief. Schlecht. Ganz widerlich. Na, so. Gott, ich treffe dich! Meine Zielgenauigkeit, daran hapert's noch ein bisschen. Oh, los, so. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin genauso OP wie früher, weißt du, aber ich bin's nicht. Das ist ein großes Problem. Ja, danke, dass du ihn umgebracht hast. Sehr gerne, sehr gerne. Was haben wir hier? Ja, so. Ruhig bleiben. Hey, danke. Eines Tages werde ich wieder OP. Das verspreche ich dir. Auch wenn ich sterbe, verliere ich all meine Stacks. Okay, nie wieder sterben, Zero. Nie wieder sterben. Wenn es sein muss, schnappe ich mir das Sniper und werde niemals wieder in den Nahkampf gehen. Das ist ja fies, da sammelt man, weißt du, irgendwie 150 Stacks und kommt irgendwie so ein komischer René und lässt neben dir was explodieren und das war's. Genau. So, Zero? Ja? Du, ey? Ich hab nicht so viel Leben. Ja, Pech gehabt. Okay, ich muss mich nur kurz vorbereiten. Gib mir mal so eine Minute. Eine Minute? Ich bleib auch wirklich nur stehen, ich werd keine Heals einsammeln. Warte, habe ich Badass-Punkte?
Habe ich irgendwie gute Waffen? Ich muss erst mal gucken, was ich habe. Ich kann mich... Ah, das ist nicht schlecht. Sag ich mal hier hin. Was habe ich denn da hier noch? Toll, weil jetzt, wo ich meine Stacks verloren habe, weißt du, will er plötzlich kämpfen. Du hast gesagt am Ende der Folge. Ja gut, komm. Deine Schlagentaste, du weißt nicht, wo sie ist, oder? Doch, aber es funktioniert einfach nicht. Achso, dann tauschen. Immer feste Druck! Ja, genau! Oh Gott, nein! Er macht sich unsichtbar. Wo ist mein Bot hin? Mein Bot ist runtergefallen! Was ist denn? Mein Bot ist runtergefallen! Guck dir da da! Guck dir den mal an! So eine Scheiße. Okay, ich würde sagen, bevor ich hier am Hebel ziehe, verabschieden wir uns für heute und sehen uns morgen beim Hebel ziehen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann ziehen wir mal voll am Hebel. Ciao. Kann ich die schieben? Nee, schade. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss.